Für zwei Portionen werden benötigt 300 Gramm frische Champignons, 6 kleine bis mittlere Bio-Kartoffeln, 2 bis 3 kleine Zucchinis, eine halbe Schalotte, klein geschnitten. Frische Petersilie und Rosmarin. Etwas Schmand und Butter. Zwiebeln in Butter anschwitzen und da die Champignons länger brauchen, diese zuerst 10 Minuten andünsten. Dann die klein geschnittenen Zucchini zugeben. Einen Teil der Zucchini zurückhalten und in Scheiben schneiden. Die gewaschenen und ungeschälten rohen Bio-Kartoffeln sechsteln. Zwei Esslöffel Olivenöl würzen, mit Pommesgewürz und zusätzlich mit Paprika. Die Kartoffelschnitten in die Heißluftfritteuse. In 20 Minuten sind diese fertig. Zur Halbzeit, also nach 10 Minuten, durchschütteln oder wenden und erst jetzt den klein geschnittenen Rosmarin zu den Kartoffeln dazugeben. In etwas Olivenöl die Zucchini-Scheiben in einer zweiten Pfanne von beiden Seiten leicht anbraten, salzen und pfeffern. Ein Löffel Schmand und klein geschnittene Petersilie verfeinert die Champignons-Zucchini-Mischung. Nach eigenem Geschmack würzen. Pfeffer und Salz, wer schärfer mag, eventuell etwas Chili. Voilà! Angerichtet sieht der fleischlose Hauptgang dann so aus. Guten Appetit, bis zum nächsten Mal!